Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Compact Claustrophobia mit mir, den lieben Silence. Ja, leider haben wir es nicht geschafft, dass Tom und ich wieder gemeinsam aufnehmen. Dementsprechend habe ich jetzt, also nehme ich zumindest erstmal eine Folge alleine auf. Ich hoffe, dass wir ab morgen dann wieder gemeinsam aufnehmen können. Ist halt so, kurz vor den Herbstferien sind halt immer Klausuren. Dementsprechend können wir da nicht machen. Genau. Wir haben, ich weiß nicht, ob das letztes Mal war oder vorletztes Mal, haben wir ja ein wenig mit dem Dash rumprobiert. Wir haben auch einiges an Carbonfiber. Jedoch haben wir rausgeguckt und wir haben viermal Dash-Spitzhacken reingeschmissen, was 3600 Tiny Coal ist. Und wenn man hier guckt, wir haben nur 2200 rausbekommen. Das heißt, auf Dauer haben wir eigentlich eh ein Problem, das hinzukriegen, den Bedarf, nenne ich das jetzt einfach mal. Dadurch haben wir uns jetzt was überlegt, und zwar wollen wir Pythogenic Insulator aufbauen mit dem Augment für, für Oak-Saplinge. Daraus kriegen wir Oakwood. Oakwood machen wir dann zu Charcoal, und Charcoal kann man im Manufacturer zu Pulverized Charcoal machen, und Pulverized Charcoals kann man direkt zu Graphit Dust machen. Ich meine, ich hätte auch irgendwo noch eine Umwandlung gesehen, gehabt, wie auch immer, wie wir direkt Kohle machen können. Denn wenn man jetzt guckt für Dash ist das ja eigentlich. Für Dash brauchen wir ja die Unrefined Dash und HOP Graphit Dust, und HOP Graphit Dust ist Coke Dust im Ofen, wofür wir halt Coke Dust brauchen. Dafür brauchen wir Kohle, und Kohle kriegen wir, irgendwo hatte ich das Rezept, genau hier im Pressurizer Graphit Dust wieder rein. Ist sehr viel umständlich, es ist halt sehr umständlich, sagen wir es einfach mal so, aber es geht nicht wirklich schöner anders. Die Alternative wäre, wir würden zum Mars, ist das glaube ich, fliegen, was eine Tier 2 Rakete ist, und könnten da dann Dash selber farmen. Ja, Punch a tree under an open sky. Ja, aber da uns das ein bisschen zu nervig ist, um jetzt erstmal das Ganze zu sammeln, weil wir halt erstmal einen ganzen Haufen Kohle brauchen, wollen wir erstmal das zumindest klein aufbauen. So, warum? Nein, da. Lumium, ich würde gerne 5 Stück davon aufbauen direkt. Da ich weiß, dass die Dinger ein bisschen mehr Platz brauchen. Bisschen länger brauchen, so rum, nicht mehr Platz brauchen. Dann brauchen wir Kits. Wir können direkt Enderium Kits machen, wunderbar. Dann brauchen wir Augments, die sollten reichen. Dann brauchen wir, ja gut, Pressurizer müssen wir eh haben. Heißt, das Ding können wir auch mal kurz bauen. Was fehlt da? Ach, ein Pisten. So. Und ein paar Plates. Und zwar die waren das, glaube ich. Ja. Gut, den nehmen wir auch mit. Dafür brauchen wir Upgrades, wovon wir noch ein paar haben. Dann brauchen wir Resonant Flex Decte oder Kryo. Ich weiß nicht genau, was da ist. Wir brauchen 6 Crafter, die wir uns nicht leisten können, weil uns 2 Diamant-Nuggets fehlen. Kann ich 5 bauen? Ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Shit. Ich brauche aber noch Conduits, da die reichen auch nicht unbedingt. Hat Tom ernsthaft nicht alles automatisiert? Ach, klasse. So, machen wir mal 64 Sand kurz. So, dann machen wir mal kurz ein bisschen Conduit-Bein da, ab in den Ofen. Wir brauchen nämlich noch ein paar mehr Conduits tatsächlich. Ja, das sollte, glaube ich, ein halber Stack reichen in etwa. So.
Dann 64. So, 54 Conduits. Und die 4 Crafter. Ich brauche tatsächlich 3 Diamant-Nuggets dafür. Wie kriege ich jetzt am einfachsten Diamant-Nuggets? Warte mal, wir brauchen... Warte mal, was war... Wie hat man da nochmal Diamond Nuggets gemacht? Ach so, HOP einfach sprengen. Haben wir noch ein TNT? Ja. Eine Redstone-Fackel bitte. Warum ist die Maus gerade so schnell? Was brauche ich noch? Ich brauche noch ein paar Cable. Ein paar Conduits. Und HOP. Ah, davon haben wir sogar recht viel. Das ist schön. Ich lasse mal ein Stack da. Und haben wir irgendwo... Ja. Hier kann man das eigentlich sprengen. Ja, hier ist Platz. So. Und ja, zack, 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 zack. Einmal sprengen. Bam. Und wir haben nichts rausbekommen? Doch, hier. Oh, ich habe gerade einen Schrecken bekommen. Heuiuiuiui. Sowas darf man nicht mit mir machen. So. Dann brauchen wir jetzt aber noch einen Crafter mehr. Dann haben wir nämlich 6 Crafter und... Stimmt, den Pressurizer kann ich schon mal aufstellen mit Signalum einfach. Nein, das, ich wollte nicht ganz raus. Ja, ich bin wieder verpeilt, aber kennt man ja nicht anders von mir. Ich versuche aber trotzdem... die Anlage heute zumindest größtenteils fertig zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich sag mal, ein Versuch ist es zumindest wert. So. Dann hier raussaugen, die beiden rein und davon ein Stack. Was läuft da unten eigentlich noch? Ach, Stahlspitzhacken. Stimmt, wir haben einen ganzen Haufen Stahlspitzhacken gemacht. Für... Hier, Lithium. Ich habe auch eine Zeit lang, deswegen haben wir jetzt auch keine Blöcke und nichts mehr, habe ich mal alles, was man so bei Stahlspitzhacken rausbekommt, habe ich löschen lassen zwischendurch, weil die Festplatten, wie man sieht, die gehen sehr schnell voll. Und das wollten wir jetzt nicht unbedingt haben. So, ich brauche immer noch den einen Crafter. Nein, da ist der Crafter. Dann brauchen wir 5 von denen hier. Na, das sind nur 4. Ein Invagier, 5. So, das reicht. Und die Sachen möchte ich gerne... Ne, warte, ich brauche noch einen Exportbus. Mit einem Crafting und... Wie heißt das? Gyro? Ja, wir wollten Flux-Gyro am liebsten haben. Gro heißt das einfach nur. Okay, haben wir gerade nicht. Ja, müssen wir nächstes Mal dann einstellen. Dann habe ich natürlich kein Baumaterial mitgenommen. So intelligent wie ich bin. Und so intelligent wie ich bin, habe ich vergessen, dass wir da ja einen Anschluss haben. Ja. Wir haben ja einen ME-Anschluss. So. Dann bauen wir hier einfach mal drüber. Passt schon irgendwie. So. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt Bonds hier drin? Wäre vielleicht mal eine Idee wert. Stimmt, Wasser brauchen wir auch noch ohne Ende. Da war ja was. Das heißt, wir brauchen sogar noch... Enderfluid Conduits. Haben wir da noch welche von? Ja, ein paar. Aber auch nicht viele.
Was tickt hier gerade? Ach, das Ding da oben. Shit. Genau. Wir wollen jetzt die Warum habe ich 4 Crafting Grids? Keine Ahnung. So, die wollen wir jetzt hier anschließen. Das heißt, machen wir es so. Ja, so sieht es einigermaßen in Ordnung aus. Dann oben Input-Output. Hier genau das gleiche. Und Auto-Ejected bitte. Auch wenn ich das nicht unbedingt brauche. So. Da kommen jetzt nämlich die Ender-Fluid-Conduits von oben ran. So. Genau, die kriegen jetzt nämlich Wasser. Und so. Ah, ich brauche gar nicht so viele Crafter, fällt mir gerade auf. Ich brauche eigentlich nur einen einzigen und eine Chest. Ist viel einfacher. So, Chest. Wobei ich muss irgendwie noch sicherstellen, dass da ein Sapling immer wieder reinkommt. Nee. Machen wir doch alle einzeln. Wobei ich dann aber das hier alles abreißen darf. Und Intelligenzbolzen reißt natürlich wieder alles ab. So. Hörst du wohl auf damit? So. Dann den hier hin. Dann müssen wir Strom von unten aber machen. Sollte aber auch kein Problem sein. Ist sogar fast schöner. So. Wobei, es sind halt eh nur Anlagen, also es muss nicht schön aussehen. Komme ich irgendwie raus? Ja. Das hier läuft anscheinend immer noch fleißig durch. Ja, läuft immer noch fleißig. Wunderbar. Dann. Wir wollen das Ding hier hinten lang ziehen. So. Heißt von hinten Input, Output. Ach, warte mal, Output bräuchte ich denn da ja gar nicht machen. Das heißt, nach oben hin kommt beides, nach hinten kommt nur Input. Ja, fertig. So, da kommt von hinten das ran. Von unten Strom und von oben kommen die Crafter. Mit den Crafting-Rezepten, die ich intelligenterweise noch nicht fertig gemacht habe. Aber geht eh noch nicht, davon mal abgesehen. So. Dann brauche ich die Kabel hier noch. Oh, das, jetzt wird's richtig hässlich. Jetzt wird's hässlich. So. Und an sich funktionieren die jetzt. So. Einmal das Upgrade überall rein. Überall Speed-Upgrades rein. So. Ja. Dadurch, dass die alle sowohl Auto-Input als auch Auto-Output haben, sollte es gehen, dass ich einfach nur oben das Crafting-Rezept reinpacke. Wunderbar. Gut, das müssen wir jetzt aber erst nochmal fertig machen. Saplinge haben wir. Wir haben ein Sapling. Okay. Ich hoffe, da kommen auch mal zwei bei rum. Sonst müssen wir noch ein paar anbauen, aber das soll mir jetzt erstmal egal sein. Wir brauchen einen Energetic Infuser. Und wir brauchen Nether, Sawdust oder Pulverized Charcoal. Ich glaube, die Charcoal ist das Einfachste, weil das haben wir eh schon eingestellt. Das heißt, nein, da wollte ich hin. Processing ist an. So, dann Rich Slag bekomme ich, indem ich einfach Sand und einen Kompass durchballer.
Sand habe ich. Und Kompass machen wir mal kurz im Autocrafting rein. So. Brauchen wir denn ja eh. Dann Kompass bitte. 10 Stück. So. Und Sand dann auch 10. War doch so, oder? Ja, 1 zu 1 im Induction Smelter. Ich nehme mal von jedem einen raus. Ist da kein... Ich dachte, da wäre 100% Chance. 20% nur. Dann würde ich sagen, 10 Kompass, 10 Sand ergeben einen Rich Slag. Ist zwar viel zu viel, aber lieber zu viel, als dass es nachher nicht funktioniert. So, Induction Smelter. Das kommt ins normale Crafting rein. Dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt noch Nether. Und das ist einfach Sandstein. Fertig. Haben wir Sandstein? Ja. So, wie viel waren das? 40%, das heißt 16 Stück ergeben einen Nether. So. Pulverizer? Ja. Da, Pulverizer und Sandstein muss man, glaube ich, dann jetzt noch machen. Ich gehe davon aus, das haben wir noch nicht im Autocrafting. Das läuft. Gut, ich mache jetzt noch ein paar Minuten länger. Dann haben wir nämlich die Anlage theoretisch soweit fertig. Und können sie in Betrieb nehmen. So, dann haben wir nämlich noch ihn hier. Dafür brauchen wir jetzt noch einen Crafter. Und... Na? Okay. Und ich brauche... Hiervon mal 64 Stück. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Nö. Okay, das ging doch deutlich schneller, als ich dachte. Dann können wir nämlich den Crafter aufstellen. Conduits. Stimmt, ich wollte eigentlich beim Auto-Crafting nochmal kurz was nachgucken. Und zwar kann man hier Input-Output disabled. Angeblich kann man hier irgendwie Void Access. Cool. Das heißt, man kann das tatsächlich machen. Ich habe nämlich den Tipp bekommen, dass man auch das Void accessen kann. Also rausschmeißen kann sozusagen. So. Rein und da wieder raus. Dann den Crafter einmal. So. Und wieder nach oben und ich hätte zumindest ein bisschen von dem Chroma eben reinschmeißen sollen. Und das Ding definitiv upgraden. Ja, das braucht definitiv noch ein Kit. So, das heißt eins von denen. Dann ein paar Augments und dann Energy. Nein. Augment. Fuel Catalyzer. Das Ding wollte ich haben. Das heißt einmal das. Zwei Silber oder gleich ein paar mehr reinschmeißen. Ja, das wird wirklich eine ganz schön lange Folge. So, Pressurizer. Aber ich will zumindest die Baumfarm schon mal fertig machen. Wobei den Rest haben wir, glaube ich, auch schon alles. Also. Nee, wir machen eine bisschen längere Folge. Als Entschädigung dafür, dass Tom nicht mit da ist. So, das sollte geklappt haben. Dann kann man jetzt nämlich ein Rezept fertig machen. Eins davon im Energetic Infuser. Nein, das wollte ich nicht. Und jetzt kann man nämlich sagen, ein von denen, ein Sapling
ergibt 18 Holz. So, ein das. Nein, das wollte ich nicht. Einmal das ergibt 18 Saplinge plus ein Sapling. Das muss ich dann jetzt 5-mal machen. So, das passt. Und dann sollte es eigentlich schon funktionieren, dass wir Holz machen können. Und ich werde jetzt doch nur die Holzproduktion dann kurz fertig machen. Oder zumindest starten. Sagen wir es mal so. So. Ach, komm schon. Ich hoffe ja tatsächlich sehr, dass da auch mehr Saplinge bei rauskommen werden. So. Wenn wir jetzt nämlich ihn hier nehmen und sagen, machen wir mal 64 Stück. Sapling? Warum haben wir... Ich habe Ore Dictionary, glaube ich, bei dem Rezept angelassen. Das darf man in dem Fall jetzt nicht. Gut. Commander zurück. Alle wieder raus. So. Ach, ist das wieder genial. Ich bin doof. So, weil das Problem ist, wenn wir jetzt nämlich hier Ore Dictionary anlassen, haben wir das Problem... Nein, das wollte ich nicht. So, so. Dass er halt auch Bilge-Saplinge und sowas nehmen möchte. Und das darf er ja nicht. Weil wenn er jetzt anfängt, Bilge-Saplinge reinzuschmeißen, holt er halt anderen Holz raus. Wobei prinzipiell ist es eigentlich egal, tatsächlich. Weil ob wir jetzt nun Oakwood rausbekommen oder Birchwood, wir verbrennen es ja eh dann. Von daher sollte es eigentlich egal sein. So, hat das jetzt denn geklappt? Wenn nicht, dann mache ich die Folge wirklich aus. Einen von denen möchte ich gerne retten. Wood 64, Start. Gut. Hat er schon? Ne, hat noch kein Holz. Schedule it stoned. Auf was wartet er da jetzt? Das wüsste ich gerne mal. Da funktioniert's, aber den Auto-Output kriegt er nicht hin. Gut, das heißt doch Conduits. Conduits und ein Interface einfach. Sollte schnell zu bauen sein. Hoffentlich. Komm schon. Ich bin bei 24 Minuten. Das wird jetzt wirklich eine sehr lange Folge. Aber ich will zumindest den Kram fertig haben. So. Hier nichts. Hier nur inserten. Und hier überall einmal rausnehmen. Ach Mist, ich muss die Dinger drehen. Ja, gut. Dann werde ich jetzt doch einen Cut machen. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt, auch wenn das jetzt eine sehr lange Folge ist und dass Tom nicht dabei ist. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.